Sie liegt bis heute in unseren Wäldern. Scharfe Munition aus zwei Weltkriegen. Ein Dorado für illegale Munitionsjäger. Die graben sich durchs Erdreich und laden ins Auto, was sich gut verkauft. Der Rest bleibt einfach daneben liegen. Eine Gefahr für ahnungslose Spaziergänger. Solange sie in der Erde liegt, sich keiner drum kümmert, ist das alles okay. Jetzt liegt sie aber draußen. Das heißt, Kinder nehmen die, gucken sich das an, schmeißen es weg. Bumm, weg. Drei Kinder weg. Der Verkauf von Weltkriegsaltlasten ist für illegale Munitionssammler ein lukratives Geschäft. Im Internet floriert der Handel. Wir treffen einen Mann, der schon viel Munition aus den Wäldern herausgeschleppt hat. Wenn es richtig gut läuft, können Sie schon mal mehrere 10.000 Euro im Auto liegen haben. Illegale Sammler lösen das explosive Material aus der alten Munition heraus. Mancher hortet im Haus oder in der Wohnung große Mengen. Mitten unter ihnen, neben ihnen sind Leute, die haben 5 Tonnen Schwarzpulver im Keller. Können Sie sich das vorstellen, was da passiert, wenn da ein Funke reingeht? Da steht im Umkreis von 100 Metern steht keine Scheibe mehr, das Haus ist weg. Kampfmittelentschärfer Klaus Schulze unterwegs in Brandenburgs Wäldern. Stichprobenartig kontrolliert er ein riesiges Gebiet. Wir sehen hier ein Vernichtungsgebiet, hier wo die Schatzsucher und Munitionssammler tätig waren. Wir sehen hier noch Überreste von Kartuschhülsen, Granaten, Packgefäße. Die tiefen Löcher stammen von ungebetenen Gästen. Was hier rumliegt, ist kein Schrott, das ist Munition. Zum Teil noch scharf und gefüllt mit funktionsfähigem Sprengstoff. Das ist hier eine 12 cm Wurfgranate. Die ist noch vollständig erhalten, der Zünder ist ab. Aber die Sprengladung ist noch drin. Hier zum Beispiel ist auch noch die Sprengladung innen drin vorhanden. So, denn hier offenliegende Explosivstoffe. Ein großes Waldstück zerlöchert wie ein Schweizer Käse. Ein- bis zweimal im Monat kommen die illegalen Munitionsjäger. Manchmal gibt es jede Woche neue Löcher. Nach der Wende begann das im großen Stil. Die Sammlerszene aus dem Westen tauchte auf. Selbst Holländer trieb die Gier nach Munition hierher. Und der Osten zog nach. Ein paar Kilometer weiter sind die Kollegen von Klaus Schulze im Einsatz. Auch hier das gleiche Problem, frische Spuren. Die Schatzgräber selbst bekommen die Kampfmittelbeseitiger nicht zu Gesicht. Sie arbeiten noch viel in den Abend- und Nachtstunden. Haben also auch Hinweise von Anwohnern, die sagen, Taschenlampenlicht im Wald. Dann haben sie in der Regel Hunde dabei, dass sie nicht überrascht werden. Sie kommen meistens im Schutz der Dunkelheit. Ausgerüstet mit Stirnlampen, Karten und Walkie-Talkie verfolgen sie ihre Ziele. Entlegene Orte, an denen Munition aus den beiden Weltkriegen in der Erde liegt. Mit Sonden und Spaten sammeln sie die begehrten Bodenfunde. Eine vernetzte Munitionssammlerszene, die im Verborgenen agiert. Die informieren sich im Netz auch. Das sind ja keine dummen Menschen. Also die machen Recherche, so wie das die Fachleute auch tun. Befassen sich, wo sind Kampfhandlungen, schauen sich das Gelände an. Machen Befragungen von Eingeborenen, so nenne ich es mal, Anwohnern, Zeitzeugen. Und dann gehen sie rein. In Brandenburg liegen deutschlandweit die meisten Munitionsaltlasten. Die Schwerpunkte sind in den Kreisen Märkisch-Oderland, Dahme-Spreewald, Teltow-Fleming und Oder-Spree. Wegen starker Bombardierung im Zweiten Weltkrieg als besonders belastet gelten auch die Städte Oranienburg, Brandenburg, Cottbus, Potsdam, Neuruppin, Schwarzheide sowie Ruhland. Brandenburg ist von der Kriegsgeschichte her oder auch von der Munitionsherstellung her ein sehr geschundenes Land. Wir haben die Heeresversuchsanstalt, wir haben alte Übungsplätze, natürlich auch die Kriegshandlungen, die Schlacht um die Seelower Höhen, die Schlacht um Berlin, die Endschlacht, die Ausbruchsrichtung an die Elbe, wo die Soldaten dann über die Elbe rüber zu den Alliierten wollten. In Brandenburg ist insgesamt eine Fläche von 392.000 Hektar belastet. Das entspricht 13% der Gesamtfläche des Bundeslandes.
Karten mit Verdachtsflächen sind für Thorsten Kresse vom Kampfmittelbeseitigungsdienst Sachsen-Anhalt ebenfalls unverzichtbar. Nicht nur Brandenburg hat mit Kriegsaltlasten zu kämpfen, sondern fast alle Bundesländer. Die Magdeburger Kollegen haben einen Spezialisten, der sich ausschließlich mit Kartenmaterial beschäftigt und alte Luftbilder und Kampfmittelkataster auswertet. Ingenieurbüros unterstützen ihn dabei. Wir haben vom Prinzip her für das Land Sachsen-Anhalt insgesamt 37.000 Kriegsluftbilder auswerten lassen, um unser Kampfmittelkataster zu erstellen. Im Rahmen der Kriegsluftbildauswertung wird ja nicht nur die bombardierten Flächen und Bombentrichter aufgenommen, sondern wir versuchen auch alle kriegsrelevanten oder kampfmittelrelevanten Objekte zu erfassen. Das heißt also Flakstellungen, Laufgräbensysteme, beispielsweise Bunker, Munitionsproduktion, Munitionslagerung. Viele Karten liegen in öffentlichen Bibliotheken und Landesarchiven oder sind im Internet für alle zugänglich. Nicht nur die Profis vom Kampfmittelbeseitigungsdienst nutzen das als Arbeitsgrundlage. Auch Munitionsjäger schöpfen aus diesem reichhaltigen Schatz. Haben Sie interessante Fundstellen entdeckt, markieren Sie diese draußen mit verdeckten Hinweisen. Da liegt eine Cola-Dose einfach im Wald, irgendwie, irgendwo, oder die steht. Ne? Einer, der eine Cola-Dose wegschmeißt, die steht eigentlich nicht. So, da steht sie aber, das ist schon was Komisches. Ne? So, dann liegen die Bäume auf einmal, haben sie einen sauberen Wald und da liegen auf einmal Bäume, die irgendwie so einen Pfeil markieren oder in der Reihe lang legen sie irgendwo hin und dann finden sie irgendwo eine Grabestelle. Später, im geeigneten Moment, rücken sie im großen Aufgebot an und graben nach der Beute. Hier sind sie von oben rin und gleichzeitig von unten und unterhöhlen den ganzen Hang, dass es immer abrutscht. Umso leichter können sie bearbeiten. Das ist schon ein bisschen wie Bergbau. Das ist ein Stück von einer 21 cm Splitterbeton-Wurfgranate. Wenn ich so ein Ding vollständig habe, mit allem drum und dran, hat das ja Seltenheitswert, denn wird die Sache schon lukrativ. Wer aus den Wäldern Munition rausschleppt, begeht eine Ordnungswidrigkeit und kommt mit dem Kriegswaffenkontrollgesetz in Konflikt. Aber schlimmer noch ist die Gefahr für Leib und Leben. Wir müssen davon ausgehen, dass das alles konstruiert wurde, um Menschen zu töten. Und je nachdem, was ich für, wenn ich also eine Mörsergranate habe im Kaliber 82 mm, dann ist das für aufrecht stehende Menschen im Umkreis von 15 bis 20 Metern garantiert tödlich. Immer wieder findet Klaus Schulze neue Spuren. Hier ist so eine. Boah, das ist ein Riesenteil. Einmal hatten wir eine Person gehabt, war hier mit Auto, aber Kennzeichen war gefälscht. Und es ist hier, wie soll ich sagen, das ist wie Eulen nach Athen tragen. Das wird hier nie aufhören, solange nicht eindeutig hier alles beräumt wird. Wir treffen einen Mann, der diesem tödlichen Hobby nachgeht. Seit Jahren gehört er der Sammlerszene an. Hier ein im Netz gepostetes Originalvideo bei illegalen Grabungen. Auch was 70 Jahre in der Erde liegt, ist noch funktionsfähig. Die Technik, wie das aufgebaut ist, wie das auseinandergeht, die ganzen mechanischen Teile, wie so ein Zünder aufgebaut ist, wie der funktioniert, da gibt's ja so viele Modelle, vom Aufschlagzünder über Zeitzünder über Doppelzünder. Von 1800 bis heute hat sich da so viel entwickelt und getan. Ich finde das in der Hinsicht schon phänomenal, was da technisch gemacht wurde, aber nur zu dem Zweck, um Leute eigentlich zu töten. Jahrelang hat der Munitionssammler in Landesarchiven nach lukrativen Fundorten gestöbert, Karten studiert oder Reprints von Originalschriften von Wehrmachtssoldaten ausgewertet. Seine Bodenfunde hat er weltweit verkauft. Offiziell ist das Suchen danach in Deutschland verboten. Das Leeren und Entschärfen natürlich genauso. Es gibt aber genug Militarierhändler, die eben genau das machen oder Leute haben, die für sie in den Wald gehen und das Zeug leer machen und es selber leer machen und es in rauen Mengen verkaufen auf dem Markt. Die Nachfrage ist einfach riesig. Es gibt Stellen, da haben sie drei, vier Sachen.
Die sind aber sehr exklusiv. Die sind dann wahrscheinlich genauso viel wert wie ein volles Auto. Da gibt's andere Stellen, da liegt ein bisschen mehr. Wenn Sie Glück haben, haben Sie auch eine Stelle, da ist das Auto in 2 Stunden voll. Wenn's gut läuft, können Sie schon mal ein paar 10.000 im Auto liegen haben. Und genau da beginnt es für die Öffentlichkeit gefährlich zu werden, wissen die Kampfmittelentschärfer aus fast 30 Jahren Erfahrung. Die fahren mit dem Zeug über öffentliche Straßen. Sie lagern es ja nicht nur in ihren Privathäusern. Wir haben es also in Kellern von Mehrfamilienhäusern. Da mag ich nicht darüber nachdenken, was passiert, wenn Kinder im Fahrradkeller die falsche Kiste öffnen oder es mal brennt. Das sind so Sachen in einem Verkehrsunfall. Darüber wird einfach nicht nachgedacht, das wird gemacht. 25.07.2018. Auf der Autobahn kurz vor Beuna stoppt die Polizei einen Kleintransporter, vollgeladen mit Munition. Alles gerade erst aus dem Boden geholt. Die Hausdurchsuchung in Schkopau bringt ein ganzes Munitions- und Waffenlager ans Tageslicht. Hier im Bunker vom Kampfmittelbeseitigungsdienst Sachsen-Anhalt liegen diese beschlagnahmten Bodenfunde. Thorsten Kresse ist immer noch fassungslos über die Menge. Das sind Panzerfaustköpfe aus dem Zweiten Weltkrieg, die jetzt zwar unbezündet sind, aber wo der Sprengstoff noch drin ist. Die sind im Grunde noch scharf und 1,5 Kilo ist da drin. TNT ist voll und ganz noch da. Das ist eine Stielhandgranate aus dem Zweiten Weltkrieg. Hier haben wir eine Sprenggranate. Hier hinten zum Beispiel Panzergranaten, auch Sprenggranaten. Hier auch eine Sprenggranate. Und hier haben wir eine Raketenpanzerbüchsgranate. Sowas ähnliches auch wie eine Panzerfaust, auch wieder mit einer Hohlladung. Hier hat man noch Teile von Granaten, hier in dem Fall mit Zünder, mit einem Zünder obendrauf. Da ist jetzt noch ein Zündtütchen drin, die Zündladung fehlt in dem Fall. Aber auch so eine Fragmente von Kampfmitteln können natürlich gefährlich sein. Die Zünder können natürlich immer noch explodieren und dann mir schwere Verletzungen zufügen. Diesmal ist der Polizei vermutlich ein Händler ins Netz gegangen. Das war sicherlich jemand, der das aufbereiten wollte und, so denke ich mir, dann auch ins Netz stellen wollte und sicherlich verkaufen wollte. Ganz offen werden solche Bodenfunde, darunter auch Waffen, im Internet präsentiert und zum Kauf angeboten. Dieses Sturmgewehr 44 von der deutschen Wehrmacht bringt 1.000 Euro. Diese 2 Zentimeter Munition steht zum Verkauf. Ebenso ein Maschinengewehr 34 für 800 Euro. Diverse Stielhandgranaten und Panzerfäuste der Wehrmacht. Oder solche 8 cm Werfergranaten. Sammler für leere Munition gibt's in Amerika, in Kanada habe ich schon hingeliefert, in ganz Europa. Man kann sagen weltweit, ja. Und je exotischer und ausgefallener das ist, umso höhere Preise werden bezahlt. Umso besser das Stück aussieht, also Originalfarbe oder neuwertig, bringt exorbitante Preissteigerung. Da ist schon eine Menge Geld im Jahr zu verdienen. In Ausnahmefällen gibt es sogar die Nachfrage nach der Sprengmasse. Die meisten entsorgen die Sprengmasse oder brennen sie aus. Oder kochen sie aus. Es gibt aber auch einen Teil der Szene, die verkaufen die ins Ausland oder an diverse Gruppierungen. Einen Teil der Bodenfunde aus dem Zweiten Weltkrieg gibt es auch im Darknet. Jenem Teil des Internets, der völlig intransparent ist, der sich jeder Kontrolle entzieht. Gerade für Waffen und so gibt es ja eine Untergrundszene. Also wenn die Waffen noch wie neu sind, verkaufen die sich auch schwarz unter der Hand. Es wird ja auch immer genug nachgefragt. Gerade Bodenfundwaffen, aufgearbeitet, für was auch immer. Im Internet gibt es fast alles. Dieser Flut an illegalen Angeboten ist die deutsche Polizei hoffnungslos unterlegen. Theoretisch ist es natürlich immer möglich, auch in diesen Medien zu suchen. Aber wenn man die Kapazitäten, wenn man das Volumen, was wir heutzutage in diesen Bereichen finden, betrachtet, ist es schlicht unmöglich, hier sozusagen präventiv auf Streife zu gehen. Deswegen beschränken wir uns auf bestimmte Anlässe und machen dies im Rahmen bestimmter Ermittlungsverfahren anlassbezogen. Und ich kann Ihnen versichern, auch damit sind wir sehr, sehr gut ausgelastet.
Die Ware aus dem Internet kommt dann sprengstofffrei aufbereitet im Paket auf dem Postweg zum Käufer. Weltweit gar kein Problem. In die EU oder ins Ausland verschickt man es lieber in mehreren Paketen oder zerlegt in Einzelteilen. Innerhalb Deutschlands geht es in einem Stück, da gibt es keine Kontrollen. 1.3.2010, Auerswalde bei Chemnitz. Eine Scheune steht in Flammen. Immer wieder Explosionen. Über eine Stunde lang fliegen Patronenhülsen und Betonsteine durch die Luft. Die Rettungskräfte müssen sich in Sicherheit bringen. Mit schwerem Räumgerät rücken schließlich THW und Feuerwehr zum Einsatz an, um der Flammen und Explosionen Herr zu werden. Der Grundstücksbesitzer kommt ums Leben. Es ist ein Waffenhändler, der in seiner Scheune tonnenweise Munition gehortet hatte. Wir haben dann nur geschätzt, ungefähr 50% der Munition hat sich umgesetzt. 50% konnten durch die Feuerwehr und das THW aus dem abgelöschten Brandort gebogen werden. Die wurden dann durch den Kampf- und Räumdienst nachbearbeitet. Und wir haben nur von Tonnen gesprochen, also es hat dann niemand gewogen, weil es riesige Mengen waren. Also das waren, denke mal, hunderte Kisten waren das. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst findet in den Trümmern nur noch die Reste von mehreren Tonnen. Laut Polizei lagerten in der Scheune über 640.000 Schuss Munition, die größtenteils in die Luft geflogen war. Die übrigen Geschosse kommen in die Kampfmittelbeseitigungsanlage zur letzten Vernichtung in einem Detonationsofen. Das, was hier aussieht wie Schutt, ist alles Munition. Die Lagermenge war auf jeden Fall überschritten. Also hier hätte natürlich eine Kontrolle stattfinden können durch die Behörde. Allerdings wusste die Behörde von der Scheune nichts, dass er dort lagert. Er hat also dort illegales Lager betrieben, sodass die Behörde auch durch Kontrollen das nicht hätte feststellen können, weil diese Scheune war als Lager gar nicht zugelassen. Der Grundstücksinhaber war Geschäftsführer einer Sportwaffen- und Munitionsfabrik in Chemnitz. Er war Widerlader, das heißt, er durfte Munition wieder beschussfähig machen. Und bei diesem Widerladen ist es möglicherweise zu einem Unfall gekommen. Und in der Folge dessen kam es dann zum Brand und zur Umsetzung der anderen dort gelagerten Munitionsmengen. Auch dieses Beispiel zeigt, die meisten Unfälle passieren beim Manipulieren an der Munition. Illegale Munitionshändler entfernen vor dem Verkauf den Sprengstoff, oft auf abenteuerliche Weise. Die professionellen Kampfmittelentschärfer kennen solche Fälle schon seit langem. Die einen machen es mit Feuer ausschmelzen. Aber das sind auch immer so Laborsachen, weil Sprengstoffmischungen aus dem Krieg reagieren wieder anders, wenn sie erhitzt werden. Es gibt Sprengstoffe, die allergisch darauf reagieren. Auskratzen ist eine Möglichkeit, aushämmern. Es ist immer eine gefährliche Tätigkeit, weil dieser Sprengstoff in den Granaten ist nicht für lange Lagerung hergestellt worden im Krieg. Ist nicht ordnungsgemäß gelagert worden, hat sich verändert. Dann gibt es manchmal so Ausblühungen, wir nennen das Pikrate bei einigen Sprengstoffarten. Die reagieren sehr allergisch auf Reibung, Hitze, Stoß. Das ist dann so eine Sache. Bei dem Scheunenbrand in Auerswalde sind zum Glück keine weiteren Menschen zu Schaden gekommen. Bis dahin ging es gut. Der Keller ist voll, die Garage ist voll. Ein tausendes Mal ist vorbei. So braucht Angst immer Bilder. Wir wünschen natürlich keinen, dass er zu Schaden kommt. Das trifft ja nur einen bestimmten Teil, der das dann sieht. Weil so ein menschlicher Körper, der von Munitionsteilen oder Kleinkaliber-Munition zerrissen wird, kann man sagen, ist kein schöner Anblick. Aber solche Bilder gibt es halt nicht. Ob die helfen würden, sei dahingestellt. Da muss man auch mal an die Leute denken, die das wegräumen. Ja. Sanitäter, Feuerwehrleute, was auch immer, Ermittlungsbehörden, das sind Bilder, die sind nicht schön. Wenn man das schon mal hatte, ich hatte das schon in Berlin, auf dem Dachboden, wie jemand zerlegt war, das ist nicht schön. Ich hatte ein Vierteljahr Probleme beim Grillen, weil das verbrannte Fleisch, was in kleinen Fetzen überlegen, den Geruch haben sie immer wieder. Ja. Das dauert eine Weile. Auch bei den Experten vom Kampfmittelbeseitigungsdienst ist der Tod allgegenwärtig. Trotz professionellem Herangehen und großer Sicherheitsvorkehrungen bleibt es ein riskanter Job. Immer wieder geht es auch um große Weltkriegsbomben. Die zentnerschweren Teile können auch heute noch, über 70 Jahre nach dem Krieg, alles rundherum in Schutt und Asche legen. Deshalb müssen vor der Entschärfung ganze Viertel abgesperrt und oft auch evakuiert werden. Normalerweise sieht keiner aus der Nähe, wie eine Entschärfung gelingt. Dieses exklusive Video vom Kampfmittelbeseitigungsdienst Sachsen zeigt eine ungewöhnliche Perspektive. Es zeigt Thomas Lange bei der Arbeit an einer 10 Zentner schweren Bombe.
Der festgerostete Zünder muss raus. Das sensibelste Teil. Über 100 solcher großen Bomben hat Lange entschärft bzw. kontrolliert gesprengt. Auch diese Operation ist geglückt. Eine andere nicht. Göttingen am 2.6.2010. Eine 10 Zentner schwere Weltkriegsbombe wird im Stadtgebiet gefunden. Drei erfahrene Kollegen vom Kampfmittelbeseitigungsdienst Niedersachsen wollen die Bombe unschädlich machen. Noch vor der Entschärfung detoniert der Blindgänger und reißt die drei Männer in den Tod. Sechs weitere Menschen werden verletzt, zwei davon schwer. Auch Thorsten Kresse aus Magdeburg hat schon über 50 Bomben entschärft. Dieser Trichter in Elbingerode im Harz stammt von einer Weltkriegsbombe. Wegen der ungünstigen Lage des Blindgängers konnte Kresse den Zünder nicht entfernen und musste die 125 Kilo schwere Fliegerbombe kontrolliert sprengen. Alles lief nach Plan. In Göttingen war das leider nicht so. Die Kollegin Göttingen, die kannte man natürlich auch persönlich. Das hat einen natürlich schon getroffen, das muss man sagen. Das ist dieses, leider Gottes, das ist doch dieses Restrisiko, das es da gibt. Wenn man dann eine Beerdigung von Kollegen teilnimmt, ich selber habe das, seit 1990 mache ich den Job, dreimal erlebt, wenn sie die Leute kennen, dann geht das schon nah. Dann hat das ein Gesicht, sie kennen die Familie in der Regel, die Hinterbliebenen. Und das sind dann Momente, wo man sein eigenes Tun mal reflektiert. Nicht nur Bomben belasten Brandenburgs Wälder. Hier liegen noch heute vermutlich tausende Kriegstote. Im Kessel von Halbe fielen nach vagen Schätzungen 30.000 deutsche Soldaten, außerdem 20.000 Sowjetsoldaten und 10.000 Zivilisten. Die Kriegsgräberfürsorge bettet sie um und gibt ihnen eine würdige letzte Ruhestätte. Wir finden, wenn wir dort Räummaßnahmen haben, Tote, ja, mal mehr, mal weniger, mal ein, mal zwei, mal ganz viele, aber das macht dann die Kriegsgräberfürsorge. Wir finden aber nicht nur dort Tote, wir finden auch im kompletten Oderbereich, wenn wir dort Räumstellen haben, finden wir Tote. Auch im Hinterland Richtung Elbe gibt es Tote und so weiter. Auch die illegalen Schatzsucher finden solche Toten in den Wäldern. Sie betreiben Leichenfledderei und entreißen den Soldaten ihre persönlichen Gegenstände, um sie zu verkaufen. Wenn man natürlich ein Loch buddelt, Munition freilegt, einen Kriegstoten freilegt, das ist das eine, nimmt die Munition, legt sie draußen hin, lässt sie liegen, lässt das Loch offen und nimmt von dem Kriegstoten, den man da gefunden hat, wo man ja eben die Sachen findet, die interessant sind, wie Seitengewehre, Helme, Ehrenabzeichen, Erkennungsmarken. Die Frage ist, geht man damit vernünftig um? Ist es ein Kriegstoter? Das darf man nicht vergessen, es ist sein Eigentum. Flohmarktwochenende in Leipzig. Früh um 4 Uhr bilden sich lange Autoschlangen. Die Händler und wenig später auch die ersten Käufer drängen dorthin. Besonders heiß begehrt sind die Hinterlassenschaften der Weltkriege. Sammler zahlen für diese Devotionalien große Summen. Auf Trödelmärkten und im Antikhandel boomt das Geschäft mit Orden, Abzeichen und Militaria. Seit Jahren ist die Nachfrage ungebrochen. Vor allem die Wehrmacht fasziniert die Sammlerszene. Experten beobachten das schon lange. Der Mythos, der die Wehrmacht umgibt, ist natürlich der Kampfkraftmythos. Dass also gesagt wird, die Wehrmacht hätte eine sehr hohe Kampfkraft gehabt. Das waren Supersoldaten, überlegene Soldaten mit überlegener Technik, mit sehr fortgeschrittener Technik. Und das fasziniert natürlich viele Menschen, die sich mit dieser Zeit beschäftigen und steigert das Interesse und weckt dann eben die Begehrlichkeiten, die Dinge aus dieser Zeit auch zu sammeln. Der Handel mit Militaria ist legal. Und die Nachfrage ist noch größer als nach Munition und Waffen. Orden, Devotionalien, Fotoalben gehen los bei ganz billigen Preisen, also im Cent-Bereich. Und dann hängt sehr viel davon ab, welche Personen, welche Motive werden zum Beispiel auf Fotos gezeigt, welche Person hat diesen Orden erhalten. Ist es ein hoher Orden oder ein Allerweltsorden, der millionenmal verliehen wurde, oder handelt es sich um einen seltene hohe Kriegsauszeichnung, wie zum Beispiel ein Ritterkreuz. Und da bewegen wir uns dann eben im Bereich von einigen Cent bis, sagen wir mal, 10.000 Euro oder etwas mehr im Schnitt. Und bei einzelnen Orden geht das dann auch, denke ich, in den sechsstelligen Bereich. Das Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes ist der wohl populärste nationalsozialistische Kriegsorden. Heute ist das eines der wertvollsten Sammlerobjekte. Solange noch Hinterlassenschaften des Krieges in den Wäldern liegen, hört das Problem mit illegalen Schatzjägern nicht auf. Jedes Bundesland ist dabei für sein eigenes Gebiet zuständig und versucht dagegen anzugehen.
Jeden Tag ist der Kampfmittelbeseitigungsdienst im Einsatz und räumt die belasteten Flächen systematisch ab. Die geborgenen Kampfmittel kommen in Lager, Bunker und von dort in die Zerlegeeinrichtung. Doch was hier vernichtet wird, ist letztlich nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Im Jahr 2018 wurden in Mecklenburg-Vorpommern 39 Tonnen Kriegsschrott geborgen. In Sachsen 207 Tonnen, in Sachsen-Anhalt 41 Tonnen und in Brandenburg 326 Tonnen. Auch die Kosten für die Entsorgung müssen die Länder tragen. Der Bund gibt einen Zuschuss. Mecklenburg-Vorpommern gibt 1,5 Millionen Euro aus. Sachsen 7,4 Millionen, Sachsen-Anhalt 5 Millionen, Brandenburg hat die Hauptlast zu tragen mit 15 Millionen Euro. Alle transportfähigen Kampfmittel kommen in solche Zerlegeeinrichtungen wie hier in Zeithain. Der teilweise noch scharfe Kriegsschrott ist in großen Lagerbunkern gut verwahrt. Illegale Sammler dagegen manipulieren ohne Schutzvorrichtungen in ihrem Keller an Munitionsteilen. Hier passiert das unter höchsten Sicherheitsvorkehrungen. Experten zerkleinern die großen Kampfmittel mit einer Spezialsäge in Portionen zum Ausglühen im Detonationsofen. Übrig bleibt wirklich nur noch Schrott. Juli 2019. In Mecklenburg-Vorpommern und in Brandenburg wüten die größten Waldbrände in der jeweiligen Landesgeschichte. Auf dem Truppenübungsplatz bei Lübtheen stehen rund 700 Hektar in Flammen. 744 Hektar brennen auf dem Truppenübungsplatz bei Jüterburg. Die Munitionsbelastung im Boden ist eine tickende Zeitbombe. Je nachdem, was Sie aber für Sprengstoffgemische haben oder Initialsprengstoffe dabei haben, sprich die Munition ist aufgerissen, liegt direkt an der Oberfläche, die Flamme wirkt lange drauf, die Hitze wirkt lange drauf, kann es zur Umsetzung kommen. Das sind also verschiedene Arten der Sprengstoffe, die das nicht mögen, wenn ihnen warm wird. Es gibt aber auch kleinere Munition oder auch Phosphormunition, die auch keine Hitze mögen, die dann direkt zur Umsetzung kommen, aber nicht detonativ, die brennen mehr ab. Die sind also Brandbeschleuniger im Endeffekt. Aber das alles, dieses ganze Gemengelage, man kann ja nicht in der Erde gucken, man kann nicht unter das Laub gucken bei so einem Waldbrand, diese Gemengelage macht diese ganze Situation relativ brenzlig. Fast jedes Jahr brennt hier der Wald in den munitionsbelasteten Gebieten, wenn auch nicht in dieser Dimension wie 2019. Die Flammen lösen eine Kettenreaktion aus. Alte Munition entzündet sich und setzt weitere Waldflächen in Brand. Die Löscharbeiten sind äußerst gefährlich. Die Feuerwehr muss einen Sicherheitsabstand von 1000 Metern einhalten. Peter Efler hat die schwierige Lage im Sommer miterlebt. Wir reden hier von 392.000 Hektar. Das ist also kein Grundstück oder sowas oder eine kleine Waldfläche. Das ist richtig großflächig. Und Kampfmittelräume gibt es nicht wie Pilze im Wald. Das ist das Problem. Es fehlt an Geld und Fachpersonal, das brisante Erbe vollständig zu beräumen. Die heißen, trockenen Sommer befeuern die Situation. Und solange die Gefahr im Boden lauert, wird das nicht der letzte Waldbrand gewesen sein. Die Kampfmittelräumer selbst sehen kein Ende in absehbarer Zeit. Ich habe ja 1983 angefangen, damals noch zu der Zeit, und dachte, na, erreichst du denn hier die Rente? Ja, und ich muss sagen, wenn ich das die ganzen Jahre, die Jahrzehnte so gesehen habe, es ist immer noch genug Kampfmittel, sind immer noch genug Kampfmittel im Boden. Und bis zu meiner Rente reicht es dicke und es reicht wahrscheinlich auch noch mehrere Jahrzehnte noch länger. Auch die Munitionsreste der illegalen Sammler können zur Brandursache werden. Alles müsste abgesammelt werden. Die Länder sind mit den Altlasten überfordert. Brandenburg flächendeckend Kampfmittelverdachtsgebiet, gegenüber den anderen Bundesländern sicherlich am höchsten belastet, was das nachher angeht, was die Kriegshandlung angeht, was die Munitionsfunde angeht. Daher haben wir noch reichlich zu tun für die nächsten Jahrzehnte, für die nächsten Generationen.